Ja, hallo und willkommen. Hier ist Enrico von Ackermännchen und ich möchte euch heute ein bisschen was über Smudge Painting erzählen. Ja, was ist dieses Smudge Painting jetzt nun eigentlich? Das Ganze kommt aus dem Englischen von Smudge, der Fleck, oder eben to smudge, beflecken, verschmieren, verwischen. Und was anderes machen wir eigentlich auch in Photoshop nicht. Wir verwischen einfach nur die Informationen, die das Bild hergibt. Das heißt, wir verwischen die vorhandenen Pixel und dadurch entsteht ein Look, der eben wie hier so gemalt ausschaut. Ich habe hier mal ein paar Bilder zusammengestellt, die ich schon erstellt habe mit dieser Technik. Können wir uns mal kurz durchschauen. Und hier so ein kleines Selbstporträt. Das war übrigens mein erstes Smudge Painting gewesen. Ja, und ich mag diesen Look unheimlich gern. Man kann damit natürlich auch gerade bei Composings so ein bisschen tricksen und Freistellfehler kaschieren. Das heißt, man muss eben beim Freistellen schon nicht ganz so genau darauf achten, ob da noch irgendwelche Ränder zu sehen sind oder nicht, weil die kann man nachher ganz praktisch einfach mal ein bisschen verwischen und schon fallen die nicht mehr auf. Ja, ich wechsle jetzt hier mal zum Photoshop. Ich habe hier mal ganz einfache Schwarz-Weiß-Fläche vorbereitet, um euch zu zeigen, wie dieses Smudge-Tool eigentlich funktioniert. So aktiviere ich hier mal diesen Wischfinger und wähle mir mal einen harten Pinsel mit naja, etwas kleinerer Pinselspitze. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Einstellmöglichkeiten haben. Wir können hier zum einen den Modus auswählen, in dem das Tool arbeiten soll. Das heißt abdunkeln, aufhellen, Farbtonsättigung etc. Wir belassen das Ganze jetzt mal hier im normalen Modus. Wir können den Schwellenwert einstellen, das heißt, wie stark soll das Ganze verwischt werden. Wir können ja einstellen, ob wir alle Ebenen aufnehmen wollen oder nur die aktuelle Ebene. Im Moment macht es keinen Sinn, alle Ebenen aufzunehmen, da ich hier bloß eine Ebene habe. Wir können Fingerfarbe hinzufügen. Und wir können hier einstellen, ob die Druckintensivität des Tabletts ja, Auswirkungen hat. Grundsätzlich sei gesagt, man kann natürlich auch mit der Maus smudgen, aber es ist anstrengend. Also ich empfehle jedem, der das Ganze mal nicht nur ausprobieren möchte, sondern wirklich Gefallen dran findet, legt euch ein Grafiktablett zu. Es macht viel mehr Spaß als mit der Maus, weil ihr einfach flexibler seid von der Handhaltung. Es ist wirklich so, als wenn ihr malen könnt. Aber Grafiktablett ist eben ein anderes Thema. Wir wollen uns ja hier eher um das Smudgen selber kümmern. Ja, was können wir noch machen? Wir können hier noch die Pinseleigenschaften einstellen. Ihr seht, sind hier einige Sachen ausgegraut, die wir nicht aktivieren können. Also wir können im Prinzip eigentlich nur die Glättung aktivieren, Rauschen hinzufügen, den Transfer ändern, die Streuung und die Formeigenschaften. Fangen wir jetzt aber hier einfach mal mit dem ganz normalen Pinsel an. Ich habe den hier mal bei 100%. Ich mache den Pinsel jetzt mal noch ein bisschen kleiner. Na, mal kann ich. Machen wir so. Und ziehe jetzt hier einfach mal einen Strich. Das heißt, bei 100% könnte ich ja noch ewig weiterziehen, ohne dass das Ganze aufhören würde. Wenn ich jetzt hier den Schwellenwert zurücknehme, gehe jetzt hier mal auf 20%. Seht ihr, das ist ein relativ kurzer Weg, der hier verwischt wird. Könnt jetzt hier auch, gehen wir mal ein bisschen höher auf 50% und das Ganze
zieht sich schon wieder ein bisschen länger. Wozu brauche ich jetzt diesen Schwellenwert? Es kommt immer ganz aufs Motiv drauf an. Habe ich jetzt Sachen, die wirklich fein strukturiert sind und ich möchte diese Strukturen erhalten, wähle ich einen kleineren Schwellenwert. Möchte ich etwas gröber arbeiten oder habe große Flächen, wo keine Struktur drin ist oder wenig Struktur drin ist, kann ich den Schwellenwert relativ hoch ansetzen. Es kommt eben, wie gesagt, aufs Motiv drauf an und auf den Stil, den man selber bevorzugt. Ja, zu den Ebenen aufnehmen und Fingerfarbe komme ich später nochmal. Was man noch machen kann, man muss natürlich jetzt hier nicht die Standardpinsel von Photoshop nehmen, man kann sich auch verschiedene Pinselspitzen runterladen. Dazu wechsle ich hier mal einfach in Firefox. Ich habe hier mal ein paar Seiten aufgemacht, wo man eben diese Smudge-Pinsel runterladen kann. Zum einen wäre da DeviantArt natürlich, kennen eigentlich die meisten. Einfach oben in das Suchfeld Smudge eingeben, dann das Ganze eingrenzen auf Resources and Stock Images und hier unten auf Photoshop Brushes. Dann gibt es noch Brusheasy, wirklich feine Auswahl an Pinselspitzen. Auch hier oben einfach ins Suchfeld Smudge eingeben. Dann gibt es noch My Photoshop Brushes oder ja, photoshopbrushes.com. Auch hier das gleiche Suchmaske gibt es hier auch irgendwo. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es ist. Genau, hier unten. Smudge eingeben und schon erhält man die gewünschten Pinselspitze oder auf Elmer Studio gibt es auch ja, eine Linkliste, wo verschiedene Anbieter von freien Photoshop Brushes sind. Wie die installiert werden, kann man entweder auf PSD Tutorials schauen. Da gibt es sicher eine Anleitung dafür. Darauf möchte ich jetzt aber nicht näher eingehen. Ja, ich gehe jetzt hier mal wieder zurück in Photoshop und wechsle hier mal in mein Bild, was ich für euch vorbereitet habe, wo ich mit euch arbeiten möchte. Das wäre hier dieses Bild von diesem Gasthaus. Ja, das ist hier jetzt das finale Bild. Angefangen hat das Ganze bei dem hier. Das war also unsere Vorlage gewesen. Worauf sollte ich achten, wenn ich mir ein Bild aussuche? Das heißt, welche Bilder eignen sich zum Smudgen und welche nicht? Grundsätzlich sollten die Bilder schon etwas kontrastreicher sein. Sie sollten Strukturen haben. So wie hier oben dieser Himmel eignet sich eigentlich überhaupt nicht, weil ja, wenn ich da jetzt was verwischen möchte, es sind die gleichen Farbinformationen auf der ganzen Breite. Da würde im Prinzip kein Effekt entstehen, sondern die Fläche würde relativ gleich ausschauen. Oder zum Beispiel ein See mit ruhigem Wasser, wo sich fast nichts drin spiegelt oder sich einfach nur der blaue Himmel spiegelt oder die untergehende Sonne ohne Wolken. Ja, bei der Sonne könnte man dann eventuell so ein bisschen verwischen. Aber das Wasser ist ruhig, das heißt, da ist keine Struktur drin, da würde das Ganze nichts bringen. Das Bild hier, was ich hier rausgesucht habe, ist vielleicht schon ein bisschen was Fortgeschritteneres. Wir haben hier wirklich viele kleine Strukturen, die Gräser hier unten, die Bäume, hier viele kleine Holzlatten. Ja, also für den Anfang vielleicht etwas raussuchen, was nicht so viele feine Strukturen hat, eher ein bisschen gröber ist, um so langsam ein Gefühl für das Ganze zu bekommen. Ja, welche Stärke gebe ich jetzt hier ein beim Schwellenwert? Wie gesagt, es kommt auf den Stil drauf an, den man bevorzugt. Möchte ich eher etwas gröber arbeiten? Mag ich diese feinen Strukturen erhalten? Wie stark wird das Ganze nachher zu sehen sein? Oder soll es zu sehen sein? Man sollte so ungefähr, also
ich sag mal, man soll sich vorstellen, man würde das ganze Bild, so wie es jetzt hier ist, mit ganz normaler Farbe, Wasserfarbe, Aquarellfarbe, Ölfarbe, wie auch immer, auf eine weiße Leinwand bringen, und überlegen, wie würde ich da malen? Würde ich jetzt da hinten die Bäume so ganz fein malen oder würde ich sie grob malen? Wenn ich sie jetzt grob malen würde, würde ich hier eine größere Pinselspitze nehmen und den Schwellenwert ein bisschen höher setzen, um eben nicht diese ganz feinen Strukturen hinzubekommen. Im Vordergrund würde ich dann schon den Pinsel etwas kleiner nehmen und den Schwellenwert vielleicht auch etwas zurücknehmen, weil das ja auch so gemalt werden würde, dass da mehr Strukturen erhalten bleiben. Die Wahl der Pinselform, ja, da müsst ihr wirklich schauen, womit kommt ihr am besten zurecht. Einige Leute sagen eben, sie nehmen gerne hier ab CS5 gibt es ja diese Mischpinsel Spitzen von Photoshop. Oder viele nehmen auch gerne hier diesen Grashalm Brush oder irgendwo gibt es da so einen kleinen Stern, aber ich den glaube, den habe ich jetzt hier gerade nicht geladen. Ich selber nehme gern hier unten, den habe ich mir mal irgendwo runtergeladen, ich glaube auf DeviantArt. Ich mache den jetzt, muss jetzt hier mal Ebene aktivieren, auf der ich arbeiten kann. Der ist eben so von der Form. Ja, wie so ein kleiner Fleck halt. Wie gesagt, da muss jeder selber schauen, womit erzielt er für sich die besten Ergebnisse. Was ich auch wichtig finde, was ich auch erwähnen möchte, ist, wie führe ich hier den Pinsel? Wichtig ist es, man sollte immer mit der Struktur arbeiten, die einem vorgegeben ist, mit der Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal reinzoome, mache die Pinselspitze jetzt hier mal noch ein bisschen kleiner. Es bringt nichts, wenn ich. Oh, das ist eh schon gesmatscht. Wenn ich jetzt hier so smatschen würde. So nach unten oder nach oben. Das würde die komplette Struktur, die ich hier habe, kaputt machen und das Ganze würde keinen Sinn ergeben. Das heißt, ich muss immer. Ich gehe jetzt hier mal Schritte zurück. Ich gehe immer mit der Strichrichtung, die mir vorgegeben ist. Das heißt, hier würde ich in diese Richtung oder eben auch in diese Richtung smudgen. Hier würde ich den Pinsel nach unten ziehen. Bei den Bäumen gehe ich dann auch in die Richtung, die mir im Prinzip vorgegeben ist. Das gleiche auch bei Models, bei Porträts. Immer den Linien folgen, die vorgegeben sind. Also den Haarverlauf folgen oder bei den Armen dann das Ganze nicht in die Breite ziehen, sondern eben so wie die Arme geformt sind, lang. So, ich gehe jetzt hier mal wieder ein paar Schritte zurück. Wo habe ich mein Protokoll? Gehe jetzt hier mal Fenster Protokoll und gehe jetzt hier mal wieder auf Anfang zurück. Blende mir hier wieder meine Ebenen aus. Kleiner Tipp noch. Da kommen wir dann hier auf das alle Ebenen aufnehmen zu sprechen. Zum einen sollte ich nie auf der Hintergrundebene arbeiten, sondern entweder, wie ich es hier gemacht habe, auf einer Ebenenkopie. Denn wenn ich jetzt hier gesmatcht habe und es gefällt mir nicht und meine Protokoll ist auf 40 Schritte eingestellt, das heißt, ich komme nur 40 Schritte zurück, dann ist die Hälfte des Bildes gesmatcht und es ist vorbei. Also wir können das Original nicht wiederherstellen. Was man auch noch machen kann, was eigentlich noch sinnvoller ist, was ich auch aber auch erst später gelernt habe, also nachdem ich dieses Bild erstellt habe, einfach auf einer leeren Ebene zu smudgen. Das heißt, wenn ich jetzt hier smudgen würde, ich mache jetzt mal den Pinsel wieder ein bisschen größer, auf einer leeren Ebene passiert nichts. Ja, das liegt ganz einfach daran, auf der Ebene ist nichts. Er kann keine Pixel verschieben
Und dafür gibt es hier eben diese Funktion alle Ebenen aufnehmen, die ich jetzt hier mal aktiviere. Mache jetzt hier mal den Pinsel doch noch mal ein bisschen kleiner, sonst rechnet der Computer so lange. Und kann hier jetzt smudgen auf dieser leeren Ebene. Das heißt, er nimmt sich die Farbinformationen, die auf den darunterliegenden Ebenen sind, und verwischt diese. Was auch ganz gut ist, um zu kontrollieren, wo ich schon gearbeitet habe und wo nicht. Ich blende mir jetzt hier mal meine Ebene aus, die ich damals angelegt habe. Das heißt, wenn ich jetzt auf dieser gesmudged habe und ich lasse mir nur diese anzeigen, sieht das Bild noch genauso aus wie vorher. Wenn ich hier gerade so feine Strukturen habe, ich habe jetzt einen relativ großen Schwellenwert und große Pinselspitze für das Ganze. Irgendwann sehe ich vielleicht nicht mehr genau, habe ich jetzt eigentlich alle Pixel erwischt oder nicht. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier nur diese Ebene einblenden lasse, dann sehe ich, ah, schau, da habe ich eben noch vergessen, da sind noch Pixel, die noch im Originalzustand sind, die noch nicht verwischt worden sind. Und da kann ich eben dann weiterarbeiten. Also das dient dann auch zur Kontrolle, inwieweit ich schon meine Arbeit gemacht habe, ob ich nicht noch irgendwo was vergessen habe. Ich möchte jetzt hier nicht das ganze Bild mit euch smudgen, weil das würde jetzt ein bisschen länger dauern. Ich werde jetzt hier noch ein paar kleine Schlüsselstellen euch zeigen, wie ich wo vorgehe und wie ich das Ganze dann noch zum Abschluss ja, verfeinere. Fangen wir jetzt hier mal an und gehen so auf diese Ecken und Kanten ein. Das heißt, ich gehe hier wirklich schön ranzoomen, ruhig auch bei 200%. Ach ja, genau. Die Frage stellt sich auch immer wieder, gerade bei den Contests auf PSD-Tutorials: Soll ich das Bild in der Größe smudgen, die nachher abgegeben wird zum Voting, oder soll ich es in der Originalauflösung bearbeiten? Das ist immer so, ja, wie soll ich sagen, so eine Sache. Möchte ich mir das natürlich später ausdrucken auf Leinwand und an die Wand hängen, ist es natürlich sinnvoll, das Ganze auf der Originalgröße zu machen. Möchte ich es aber nur für das Contestbild machen, dann bevorzuge ich es persönlich, das Bild von vornherein zu verkleinern. Dies hat den einfachen Grund, wenn ich jetzt den Pinselspitze ein bisschen kleiner wähle und auch den Schwellenwert etwas kleiner wähle, kann es passieren, wenn ich das Bild runterrechne, dass dieser Effekt nachher nicht mehr so zu sehen ist, als wenn ich jetzt hier arbeite. Denn wenn ich jetzt hier mal mit einer relativ kleinen Pinselspitze von, na, sagen wir mal, 10 Pixeln arbeite und das Ganze hier verwische, dann sehe ich das in der 200%-Ansicht relativ gut. Zoome ich jetzt aber aus dem Bild raus, was im Prinzip der Verkleinerung des Bildes näher kommt, fällt es eigentlich schon fast gar nicht mehr auf, dass das Bild überhaupt bearbeitet worden ist. Das heißt, zum Teil kann man sagen, man hat die Arbeit umsonst gemacht, wenn man jetzt hier bei 200% gearbeitet hat und es schaut alles super aus, und dann zoome ich raus und dann sehe ich von dem Ganzen eigentlich fast gar nichts mehr. Dann hat man halt ein bisschen Pech gehabt. Also von daher würde ich wirklich sagen, ist es nur für den Contest. Bearbeitet es auf der Endgröße und kontrolliert das Ganze dann nachher, wie es ausschaut, in der 100%-Ansicht, ob ihr da vielleicht nochmal rübergehen solltet oder nicht. So, ich zoome jetzt hier nochmal wieder rein. Ja, hier kommt auch nochmal für mich jetzt ein bisschen die Fingerfarbe in Einsatz, was ich euch noch kurz zeigen wollte. Wir haben hier relativ dunkle Stellen, wo man, wenn ich jetzt hier smudgen würde, eigentlich nicht wirklich was sieht, weil da keine Struktur mehr drin ist. Da kann man sich ein bisschen behelfen, indem man sich einen Farbton aussucht, der vielleicht ein bisschen heller ist und auch aus dem Bild stammt, so wie der hier. Und aktiviere hier mal die Fingerfarbe. Dann kann ich das Ganze hier ein bisschen aufhellen und so kleine Akzente setzen. Ich könnte jetzt hier den Schwellenwert noch ein bisschen höher setzen. Und dann kann ich hier schön kleine Akzente setzen und hier wieder ein bisschen mehr Zeichnung reinbringen, die schon gar nicht mehr da war. Nehme ich die Fingerfarbe wieder raus, verwische ich nur diese
Punkte, die schon da sind, und füge keine neue Farbe mehr hinzu. Das gleiche könnte ich zum Beispiel auch hier oben beim Himmel machen. So, jetzt hier mal ein bisschen raus. Hier habe ich keine Struktur, das heißt, selbst wenn ich hier einen großen Pinsel nehme, einen wirklichen Unterschied sieht man nicht. Das heißt, ich nehme hier mal ein bisschen kleineren Pinsel, wechsle meine Vordergrundfarbe in, ja, nicht ein reines Weiß, aber so ein leicht dreckiges Weiß, ganz helles Grau, so ungefähr so, und setze mir hier einfach mal so mit Fingerfarbe aktivieren ein paar Punkte rein. Deaktiviere die Fingerfarbe wieder und fange das Ganze an, hier zu verwischen. So, wie, je nachdem, wie ich es jetzt mache, jetzt ist es jetzt ein bisschen blöd, aber so könnte ich mir hier kleine Wölkchen formen und dem Ganzen hier ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Ich kann jetzt mal rauszoomen. Nimm mal einen etwas größeren Pinsel. Also wie gesagt, das ist jetzt hier bloß mal eben schnell gemacht. Ihr wisst aber, wie ich das meine. Also ihr könnt hier eben durch diese Fingerfarbe so kleine Wolken reinsetzen, die dem Ganzen ein bisschen mehr Struktur geben. Ich kann euch mal zeigen, zum Beispiel, ja, bei diesem Bild hier. Diese Eisfläche, die es darstellen soll, war vorher reines Grau gewesen. Da habe ich jetzt einfach nur mit der Fingerfarbe eben hier so ein paar weiße Striche gezogen, die verwischt und dadurch diese Struktur erstellt. Genauso wie bei dem Bild habe ich auch hier hinten zum Beispiel diese Kante ist durch Fingerfarbe entstanden, um hier irgendwo ein bisschen dem Ganzen eine Form zu geben. Hier hatte ich eben natürlich kein Problem, hier waren die Wolken von vornherein drin gewesen. Nur um euch zu zeigen, wie das Ganze mit der Fingerfarbe funktioniert. So, ich blende mir jetzt hier mal wieder meine Originalebenen ein, die ich hatte, so wie ich es damals bearbeitet habe, als ich das ganze Bild gesmatcht habe. Die Ebene 1, die lösche ich mir jetzt hier mal. Wenn ich mit dem Ganzen fertig bin, wenn ich jetzt wirklich jeden Pixel verwischt habe, besteht bei dem Bild hier noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Das heißt, zum einen könnte das Bild ein bisschen mehr Kontrast haben. Das Ganze habe ich ja über einer Gradationskurve gelöst. Ich habe hier den Himmel etwas entsättigt, weil mir das Ganze hier aufgrund der HDR-Vorlage, die ich gehabt habe, zu knallig war. Das ganze Bild nochmal ein bisschen aufgehellt. Ja, wenn ich ja diese ganzen Anpassungen gemacht habe, werde ich das Bild immer noch ein bisschen nachschärfen. Dadurch, dass ich ja die ganzen Pixel verwische, wird das Ganze auch irgendwie mal ein bisschen matschig unscharf. Und ich hole mir da immer so wieder ein bisschen Schärfe wieder. Es gibt natürlich verschiedene Wege. Ich nehme gerne den Hochpassfilter für sowas. Dazu dupliziere ich mir die Ebene, auf der gesmatcht worden ist. Wende den Hochpassfilter an. Ich zeige das jetzt mal kurz. Setze den jetzt hier mal auf 100%. Und setze das Ganze dann von normal, oder? Normal auf weiches Licht. Der Unterschied ist jetzt hier natürlich nicht zu sehen. Erst damit und reduziere die Deckkraft nochmal so auf 50%, 52%. Dadurch hole ich mir eben hier nochmal ein bisschen die Schärfe rein. Halt, dann nochmal aktivieren. Das heißt, ich blende den hier mal kurz aus. Und ja, da seht ihr schon doch einen deutlichen Unterschied. Hier oben, das war mir dann doch nochmal zu wenig, habe ich das Ganze nochmal angewandt, aber wirklich nur minimal bei Deckkraft von 8%. Ja, das soll es an dieser Stelle auch mit dem Tutorial gewesen sein. Mir bleibt nur abschließend zu sagen, ich wünsche euch wirklich viel Spaß beim Smatschen. Es macht wirklich irre
viel Spaß. Es kann natürlich auch anstrengend werden, gerade eben hier bei solch feinen Strukturen. Aber es lohnt sich wirklich. Also, ich habe dieses Bild hier mal ausdrucken lassen. Dieses Restaurant, was ich hier bearbeitet habe, das ist das Hotel, Gasthaus, wo ich selber arbeite. Das Bild habe ich dann anschließend meinem Chef zum Geburtstag geschenkt, ausgedruckt auf Leinwand. Und wenn man das Ganze dann mal so in den Händen hält, das ist schon einfach nur geil, ne? Also probiert's einfach mal aus und wenn euch das Motiv wirklich gut gefällt, lasst es euch ausdrucken. Es lohnt sich wirklich. Ja, ich wünsche euch dann also wirklich viel Spaß beim Ausprobieren. Sucht euch am Anfang wirklich einfachere Motive als dieses hier, um ein Gefühl für das Ganze zu bekommen. Fangt etwas gröber an und arbeitet euch dann vor, mit feineren Strukturen dann zu arbeiten. Man könnte jetzt, wie gesagt, hier auch hinten das Ganze ein bisschen gröber gestalten. Hier habe ich sowieso schon auf dieser Seite etwas gröber gearbeitet als auf dieser Seite. Also eigentlich wäre das gar nicht so gut. Ja, aber wie gesagt, einfach ausprobieren. In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Wer natürlich Kommentare hat zu diesem Videotutorial, Lob, Anmerkungen, Kritik, bin ich gerne für offen. Schreibt es einfach unten in den Kommentaren rein. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.